das heißt, ein Durchgang nutze ich dafür. Kommt drauf an, was wir jetzt dann machen oder kaufen, aber. Ja, wir besprechen Tiere, machen wir jetzt, oder? Ja. Ja. Allein, und nimmt man da den Rechtsvorrang weiter? Alter. Stepper, das ist ja wirklich schon am Feld ziemlich leer, du hast doch schon fast alles ab. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Nur mehr da ist die auf der Seite. Was mit 150? Schauen wir dann am Ende. Glaube aber nicht. Jetzt haben wir 136. Also ganz knapp nicht wahrscheinlich. Also wurscht. Aber 140. Gute Leistung. Wenn du fertig bist, kannst du anfangen, Baumstämme. Achso, Baumstämme, okay. Hätte man die nicht wieder aufgeladen auf den Wagen? Kannst du aufladen, nimm mir weg. Okay, aber auf den. Wenn die, komplett weg, die kannst du ja nicht rausnehmen. Wenn du drüber mulchst, dann sind die weg. Achso, du meinst eh Mulchen? Ich dachte, du meinst die, die hier herumliegen. Die wir weg, die nicht weggeführt haben. Ja, ja, Mulchen tue ich dann. Obwohl, eigentlich, du müsstest die Karte noch anschauen gehen. Ja. Oder du machst das dann, wenn wir die Zeit vorspulen. Könnte ich auch machen. Wäre effizienter. Fangst du nämlich zum Mulchen aber an? Mhm. Und wenn ich dann fertig bin, wechseln wir, dann kannst du rüber gehen. Mhm, kann ich dann schon Karte anschauen gehen. Genau. Was denn? Mit einem Wagen jetzt noch. Jetzt noch alles abladen muss und dann noch abballen. Warten an. Gut liegen lassen würde ich es nicht. Eh nicht, aber dann, weißt du, dann hätte ich gleich am vollen Band, den wir dann gleich verkaufen können. So lade ich jetzt dann ab und dann muss ich noch wegen 4 Ballen oder so extra nochmal. Naja, stimmt. Ich hoffe, das geht sich aus. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das Endstand 140. Mhm, 140 geradeaus. Und auf jeden Fall dann 200. Ja, 140 Grad aus.
Der Mulcher liegt übrigens schon am Feld, am Rand oben. Okay. Es liegt noch ein... Ist das mit dem Ball oder ist das mit einem Glitch? Ja, es liegt noch bei dem Schlammloch ein Ball. Sind es 140. Dann liegen da noch eins drüben. Ich komme gleich und dann fange ich an. Ja. Kann ich wahrscheinlich. Sorry, hätte ich nicht drinnen bleiben sollen. Warte, was macht er da? Ich wollte schauen, ob das schon angehängt ist. Aber ja, da. Und ist angehängt? Jetzt schon, ja. Oh, Alter. Gut, Alter, machen wir uns auf die Suche. Ich Gras liegen lassen, bis deppert. Was manchmal ist das ja so auch zwischen den Büschen. Ja, oder wie soll man da mit einem Traktor rausfahren? Mit der noch draußen. Stimmt. Na gut, dann fahren wir da mal entlang der Karte.
Na Leinwand, dann macht man den Bock. Bitte? Den Bock. Wieso das? Zu hoch? Wirklich. Ist er nicht weg? Warum? Also 46 ist schon mal recht flach eigentlich. Okay. Oh ja. Ja, 46, 45, 49. Ich glaube da 13, 14 war das. War anders. Kriegt den nicht weg. Einen anderen. Aber eigentlich ist das der richtige Mulcher. Alter, was ist das für eine Fläche? Ah, das, das mit kleinen C ist auch nice eigentlich. Alter. Du hast ein kleines Feld. Oder wo die Starterbase quasi ist. 26. Ist das? Du hast einen See. Du hast da viel Wald. Nein, das den macht er mal nicht weg. Okay. 26 ist auch sehr flach, da hat man ein großes, großes Waldstück dabei. Okay, das wird dann im hinteren Bereich höher. Ab bis der bei der 26, da kann sich austoben im Forst. Okay, dann lasse ich das nochmal bleiben. Das weiß nicht, warum das nicht funktioniert. So, da warte mal, vielleicht. Von einer anderen Seite, wenn es den Arm fasst. Weil es hinten hängt. Probieren wir es aber. Na, macht er nicht. Da ist viel Wald. Ganze Waldstücke, oder Feld 12, 22 oder bis deppert. Nur Wald. Ja, ich sag ja, irgendwann kann man schon im Forst ein. Weißt du, da gibt es einen eigenen. Das ist aber 24.000. Wie meinst du einen eigenen? Einen eigenen Forstmulcher. Und was haben wir für einen? Einen normalen Mulcher. Okay. Geht sich das aus mit Verkaufen vom alten? Steppert Feld 11 möchte ich nicht mähen. Steppert, Alter. Nein. Den behalten. Hast du nicht die schon gesagt, dass irgendwelche sind Silage schon fertig? Ja gut, aber ist es zum billigen Preis? Na, hast recht. Seemaschine ist im Angebot. Verkauft? Bei dem Mulcher. Dann, bis wir den wieder brauchen, dann kann man seinen großen auch kaufen.
So, also was machen wir jetzt? Auf Schaf, wir gehen mal jumpen, oder? Ja, aber welches Feld? Das meine ich. Das weiß ich. Hier kriegt das entweder das Starterfeld, das mit C. Sieht sich da viel aus, ich habe das jetzt immer so im Kopf. Flach? War das nicht zu hügelig? Ich glaube nicht. Ich fahre nochmal hin. Du kannst eh auch hinfahren. Ich glaube, das geht. Aber was sehe ich? Es müssen Ställe, Hallen, Kilos. Alles wird nicht auf ein Grundstück gehen, glaube ich. Das meine ich ja, dass wir schauen, dass wir Hof auf 1 haben und dann die Produktion haben, weil sonst haben wir dort, dort, dort und dort. Außer wir bauen so auf, dass wir auf einen unsere Hauptfarm machen, dann irgendwo die Tiere. Ich hätte Hof und Produktion getrennt, ehrlich gesagt. Und Tiere dann. Ja. Okay. Na gut, dann können wir das nehmen. Richtig aus. Ich meine, ich werde die Stelle zum Beispiel beim Wasser bauen. Warum? Wenn wir ja Wasser brauchen dann. Willst du nicht gleich die ganz große Stelle kaufen? Ja, können wir auch. Oder Gewächshäuser könnten wir auch dorthin pflanzen. Ich würde dann schon immer gleich den ganz großen Stall nehmen. Okay. Jetzt haben wir die Frage, wie viel machen wir von an jedem? Ein Stall nur oder? Ich würde am Anfang nur einen Stall machen, ja. Ist die Frage, ob das nicht dann zu klein ist, das 26er. Weil das See nimmt ja auch. Ich weiß ja nicht, den See brauchen wir halt nicht, deswegen habe ich das wahrscheinlich auch nicht so im Kopf. Okay, na dann, welches hast du gesagt? Das. Ich glaube 38, 39. 14, 13 war, glaube ich, flach und ich glaube 33, 32 auch. Dann nehmen wir irgendeins von denen. Aber war nicht eins in der Nähe auch? Ich meine, Tiere würde ich eher zentral bauen, weil wenn wir Gras liefern. Dass wir da nicht irgendwo hinfahren dauernd. Wobei es ehrlich wurscht. Irgendwann fahren wir eh nicht mehr selber. Stimmt. Ja. Ja, so 37, 38 schaut eh ganz gut aus. Was hast du noch gesagt? 33, 34, dass man irgend so ein Feld hat nehmen. Dann. Mir ist wurscht. Welches jetzt? Das sind 7 Felder schon. Mir ist was, such deins aus. Dann muss ich selber nochmal schauen. Nicht, dass ich ein falsches kaufe dann. Na nein, warte, ich hab dich vorgeschickt und ich muss dann aussuchen. Na, dann fahre ich noch. 37 ist aber nicht flach. 38 auch nicht. 37 auch nicht. Ich. Eins war. 45, 44, 33, 32 und 48, 49. Genau, das 45er Feld, da bin ich glaube ich auch vorbeigefahren. Ja. 33, 34 hast du glaube ich gesagt.
So, wir wurden erhört. Wir wurden erhört? Mhm. Meter ist schon gar. Viel Wald am 33er. Also das 46er tut mir schon taugen. Wie nehmen wir das denn? Weil da sind halt auch ein paar Steine und so weiter drinnen, aber... Das kannst du sogar auch anschauen, komm, das ist gleich da. Aber es ist schön flach. Verkauf vielleicht nicht alle Ballen. Okay. Aber nein, wurscht. Ja, wurscht, das sind eh schon Silageballen. Vergiss es. Wenn wir jetzt kein Gras haben für die Schafe. Du wirst mal schauen, ob sich die Schafe ausgehen. Bitte? Du wirst mal schauen, ob sich die Schafe ausgehen im Durchgang. Ich rechne 130.000 sind dann schon weg. Naja, was kaufen wir jetzt alles? Ja, mal ein Feld und den Mitresch auf jeden Fall, wenn er schon im Angebot ist. Ja. Ja. Sind 120.000. Eben, und dann müssen wir schauen, ob es sich ausgeht, dass wir noch einen Schafstall auch kaufen könnten. Eine Presse bräuchten wir noch. Alles schon? Kann man das alles schon reinhauen? Ja, alles schon. Ischolas. Upsi. So, sehr schön. Da geht sich einiges aus jetzt. So. Futtermischwagen.
Darf ich jetzt mal was probieren? Gut aus. Probieren. Das mit den Steinen. Na gut, dann müssten wir aber das Land kaufen. Was? Ja, du kannst ja nichts auf dem Land abschneiden, wenn es dir nicht gehört. Auf das Schild dann nicht. Generell. Nicht, aber kannst du probieren. Was haben wir jetzt gesagt? 45? 46, oder? 46, passt. Ich glaub schon. Hast recht gehabt. Muss man zuerst das kaufen. So, 94.000 haben wir jetzt noch. Hast du den Mähdresch jetzt gekauft? Ja, Mähdresch ist gesaved. Mit Schneidewerk oder ohne noch? Nur mit, weil das ja auch im Angebot war. Achso, das war dabei, okay. Ja, Schneidewerk und Dings habe ich gekauft jetzt. Mähdresche. Presse kostet jetzt wie viel haben wir gesagt? 60.000. Um 3.000 geht sich der Schafstall nicht aus. Na gut, dann bringt es eh nichts, weil dann haben wir auch keine Schafe. Ja. Das heißt, wir lassen das Geld einmal stehen. Ja. Ja. Vielleicht kommt eine Presse im Angebot oder so. Mhm. Gut, passt, dann lassen wir das. So. Dann im nächsten Durchgang haben wir es fix. Was denn? Ein Stall. Ja. Stall und. Dann kann man auch schon schauen, was da mit Felder ist. Gut, da brauchen wir noch Seemaschine. Und Gruber. Und Gruber, ja. Könnte man uns vielleicht sogar die Kombination überlegen. Dann hätten wir auch nur einen Arbeitsgang. Stimmt. Stimmt. Einwand, ja. Ich meine, ich weiß, du hast die nicht so gerne, aber. Ja, weil es vom Verbrauch her mehr ist, aber es wurscht, ja. Stimmt. Gut, das heißt, wir fangen wieder zum Mähen an. Auf gut Deutsch. Mhm. Gut, dann komme ich gleich wieder.